Wir haben es abgasseitig fertig. Man glaubt es kaum. Also geheftet, nicht verschweißt. Eine sieht auch nicht so zufrieden aus. Der sah auch schon mal besser aus. Egal. So. Was machen wir? Bolzen reinknallen. Übergangsstück. Ja, hier. Ja. Gucken, ob das was wird. Gut, Ding will Weile haben. Schön Pullover übrigens. Nice, hä? Nice. Du auch? Ja, ist aber gut, Udo. Ja. So. Und? Jetzt wird wohl nichts. Doch. Boah. Da musst du aber nochmal Hand anlegen, du. Die Flinte ist komplett versenkt. Also, beim letzten Mal ging das. Bei den Probestücken ging das besser. Ja, genau. Egal. Und nun? Ja, jetzt müsste das theoretisch. Perfekt ist es nicht. Zwei, drei mit dem Hammer vor und gut ist, ne? Ja. Hol den mal. Das Mannes Arbeitskraft. Ich muss das sauber machen. Ja. Kräfte kennet. Aber Krieg, ich glaube, das wird ein wenig. Das wird nichts. Eng, oder? Ja. Ich mal nochmal Misch. Was hast du ein wenig verdorben? Ja, gut, aber. Ja, hast du jetzt auf dem Maus gemacht? Ich habe den gemacht. Ja, Hände schon. Vorne mal. Halt. Der hat der Hand so komisch erwulscht. Idiote. Hm? Jetzt erzeugen soll. Was? Wie weit es drin ist. Ein bisschen Anschlag. Ja, wie will er nicht ganz auf Anschlag. Maus. Also. Mhm. Haben wir heute auch schon gemacht. Von rund auf oval. Mhm. Wie haben wir es gemacht? Wir brauchen ein bisschen Content. Schraubstock. Schraubstock, ja. Wir haben uns die Scheibe gedreht. Hier. Das Rohr drauf gebolzt und dann verquetscht. Gerade geschliffen. Weil, das soll ja nachher so hin, hier unser Flexi-Stück. Ja, jetzt muss das irgendwie so. Mhm. Da ist jetzt die Idee. Hier. Das weiß ich noch nicht. Aber egal, wir probieren es. Jetzt müssen wir hier halt irgendwie drauf, die wieder ein bisschen zusammenführen, dass das passt. Vielleicht hätte man den ein bisschen enger bauen können.
Ja, dann wird's besser. Und nochmal auseinandernehmen, alles nachsetzen. Ja, ne? Machen wir nochmal neu alles. Mhm. Alles scheiße. Man kann es auch ganz einfach machen. Hier die Flex ansetzen, Winkel rein, hochbiegen. Aber das ist nicht cool. Ich denke, wir basteln uns da jetzt was zurecht. Einmal so, einmal so. Mhm. Und dann den anderen passend. So die Idee. Oder? Was meint er? Jo. Jo, machen wir. Machen wir. Was machen Sie? Improvisieren. wir haben ja noch einen alten Abgaskrümmer von Second Chance damals. Und bevor wir jetzt eine neue Platte fräsen, da diese auch aus Edelstahl ist, machen wir jetzt mal probeweise die mal abgeschnitten und gucken, ob die passt. Upcycling. Genau. Wiederverwertung. Nicht verschwenden, wiederverwenden. So sieht's aus, mein Freund. Wo soll die hin? Ein Turbolader, Junge. Du musst quasi einen großen, ja gut, also einen großen Lader quasi. Theoretisch hier. So der Plan. Wenn dann nachher der Abgaskrümmer fertig ist mit dem Flexi-Stück, dann geht das hier so. Wie, mach nochmal. So. Wie? Also. Okay. Ja. Nice. Irgendwie so. Gut? Ja. Gut. Weiter. So. Mhm. Aha. Mhm. Aha. 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 Mhm. Mhm. Tada. Ja. Ja. Kuckuck. Gibt's dieses eine Video da? Nein. Nein. Also gestern Abend, ich weiß nicht, die Kamera ist irgendwann abgekackt wegen Strom. Ich hatte das Sammlerstück hier vorne noch angeflickt und dann die Platte noch verschweißt. Jetzt haben wir das heute nochmal schön verschliffen, weil ich da nachher nicht mehr dran komme. Das ist es von innen verschweißt, von außen werden wir es später machen. Dann unseren Adapter hier gestern noch gepresst auf das 4 Zoll Flexstück. Und vorne gleich die V-Band-Schelle mit angeheftet. Da gehen wir nachher quasi weiter Richtung Turbo. Und der Spaß kommt jetzt noch so dran. Ja. Und dann geht der Spaß jetzt richtig los. Muss alles verbraten werden. Mhm. Zugeschmiert. Richtig. Richtig geil. Richtig geil. Ich freue mich. Mhm. Gut. Machen wir dran. Nice. Nice.
Was ist los? Ja, die Flasche zumachen. Komm, nicht nur Backen aufblasen. Kriegst du nicht auf. Mach du, komm. Nein. Jetzt bist du dran. Nicht so. Auf geht's. Hey, die Sorge, die war einfach. Easy. Oh, alle Pumper, weißt du? Das war die Pute am Wochenende. Ja, Mann. Naja, aber. Was machen wir jetzt eigentlich? Nein. Der Plan. Die Radien, also die Ecken müssen jetzt quasi vom Rohr noch rausgedengelt werden. Jetzt haben wir es so weit, dass wir jetzt die Seiten einmal verschweißt haben. Jetzt fehlen aber die Ecken halt noch und die müssen wir jetzt im besten Falle braun machen und dann rausklopfen und verschweißen. Das ist der Plan. So ist der Plan, im Optimalfall. Aber es wird mit Sicherheit ein, ja, wie sagt man? Ein Spaß. Ja, das wird ein Spaß, ein Gaudi. Und? Blechbett schon. Zeig mal, wenn man es überhaupt sieht. Sieht man was, oder? Ja, ich glaube, Unterschied sieht man schon. Also, ja, zumindest. So wäre es okay jetzt. Immerhin. Ja, kann man mit leben, denke ich. Ich glaube, kalt wäre es nicht gegangen. Also, nee. Ja. Pressen vielleicht, aber dann hätte man sich für einen 90-Grad-Winkel eine Vorrichtung bauen müssen. Ja. Und nee. Ja, John Wick macht das. Schön Bratling drüber legen. Was schreibt sie? Hier ist ja gleich das Schlafzimmer neben. Ich schreibe, wenn der Specht nicht gleich in der Werkstatt Ruhe gibt, dann dreht sie uns den Kragen um. Wie spät ist es denn? 11:30? Jetzt habe ich aber Angst so. 11:30? Ja, 11:30. Nice. Alles easy. Ich denke, das passt. Guck dir die Anlauffarben an. Saftig. Da wird nachher eh Schweineheiß da unten, aber ich denke, das kann man zubraten. Oder wir schneiden ihn nochmal ab und ziehen ihn gerade. Wäre auch eine Maßnahme, aber. Mal schauen. Ja, eine sieht auch nicht so zufrieden aus. Der sah auch schon mal besser aus. Zumindest hängt dem, glaube ich, noch so ein bisschen das Wochenende hinterher. Ne? Kollege. Da war ein bisschen wild hier. Da waren ein paar norddeutsche Freunde hier. Ist leicht eskaliert. Der muss aber innen rein. Der muss innen rein und dann musst du umlaufen. Warte, pssst! Wie macht der Farbstock? Legt einer. Jungs, das Tor geht nicht so schnell hoch. Ja, gucken wir mal, was hier John Wick macht. Oder ob dem schon der
Vorrat an Munition ausgegangen ist. Naja. Dies kann man jetzt mal lassen. Fertig, oh wa. Was? Fertig, oh wa. Handschuhe. Man lernt dazu. Manchmal. Nice. Reicht für heute. Jo. Digga. Das wird's halt. Also gut. Aha. Was machen Sachen? Nice. Ja, der neue Flansch. Den hatten wir ja gestern weggeschnitten, um zu gucken, ob der passt. Und der hatte tatsächlich jetzt gepasst. Jetzt haben wir den einmal geplant, sauber gefräst, nochmal abgeschliffen, verschweißt, auch schon mit dem Rohrbogen. Das war doch auf Video, oder? Ja, stimmt, genau. Und jetzt sollte das... so schon mal passen. Jetzt fehlt hier noch das Zwischenstück. Das machen wir jetzt. Passt aber nicht ganz vom Winkel, oder? Nee. Kommt noch. Krümmer haben wir auch mal weggenommen. Ja. Gepunktet, aber um die Dimmen. Wir machen das jetzt fertig hier. Und dann wird verschweißt. Passt zumindest. Die Platte ist auch gerade. Also. Oh, so. Ja. Gut. Könnte schlimmer sein. Und jetzt? Ja, jetzt machen wir. Nimm, hol unseren Zuschauer bitte ab. Wie? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Gehen wir heim. Eine Frage habe ich. Nee, wie gesagt, jetzt machen wir quasi das Zwischenstück von dem Winkel auf den Winkel. Der muss noch vom Winkel her, also der Winkel muss vom Winkel her noch angepasst werden. Nee, der Rohrbogen muss jetzt quasi nochmal sauber zugeschnitten werden, damit das Zwischenrohr hier noch eingepasst werden kann. Und dann sollte das nachher... Er redet sich um Kopf und Kragen. Zu später Stunde, ey, wieso? Warum? Ja. Alles easy, Digga. Ja, eigentlich dran sein. Gut. Ja. Was machen wir? Die Schöllner. Schöllet jetzt in Zelle, Schöllet. Zelle, Schöllet, Schöllet. Lass mal so, oder? Also, bist du ein Billo. Ja, das kommt beim Runden sogar. Do it. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mal wieder soweit. Ja. Saturday Night Fever. Kollege am Flexen. Gucken wir mal. Hast du mich gar nicht gesehen, oder was? Nein. War voll in meiner Mathe. Was geht ab? Edding schon mal nicht? Wo hast du denn den Spruch her? So ein Lappen, ey. Komm, lass mich machen. Oh, komm, was machen wir denn? Guck mal, so ein Scheiß hier. Mhm. Ja. Kann man echt geil zeigen, oder? Was? Was erst, denn? Erst haben wir es so gehabt. Total fancy. Erst haben wir es so gehabt, gell? Erst hatten wir so, total fancy. Sieht richtig scheiße aus. Ja. Ja, weg. Mhm. Und jetzt? Was ist jetzt der Gedankensprung? Genau, genau. Erst mal. Ganz fancy, Mann. Jetzt wird's ganz wild. Ganz fancy. Hier mit drauf. Kuhglockenmanufaktur Kaiser. Aber hallo.
weg. Dann. Der da. Total geil. Sieht nicht ganz so beschissen aus. Aber auch nicht schön. Aber auch weit entfernt von schick. Und jetzt? Versuch Nummer 3. Wir gehen jetzt einfach, ne? Kurz und knackig. Man könnte ja auch einfach ein drittes Rohr zur Haube rauslassen. Gefällt uns aber nicht. Wollen wir nicht. Wir wollen die Haube oben clean haben. Zwei schöne Schornsteine drauf. Fertig. Jetzt. Man könnte jetzt natürlich auch einfach hier reinballern. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ein bisschen Richtung mitgeben. Mhm. Außerdem sieht es besser aus. Jetzt müssen wir das hier. Das muss ein. Ne? Gefuddel halt. Gefuddel. Und zwar vom Feinsten. Man will das ja wiggen. Ja. Ja, scheiße, Junge. Okay. Schon mal eine Runde. Okay, let's go. Okay, let's go. Wahrscheinlich schneidet es ab, dann passt nichts. Ja, genau. So ist es. Schönes Rohr polieren, ne? Was ist das für ein Strich? Das ist die Performance-Markierung für das edle Auslass jetzt fürs Wastegate. Nach dem dritten Versuch dann. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, du, es gibt wichtige Dinge, ne? Also ganz klarer Fall hier. Das Falsche. Ich weiß, aber ist immer besser, man hat da liegt das Richtige. Ja, ja, das fühlt sich immer gut an, wenn man es in der Hand hat, weißt du? Mach mal Vorführung. Ich führe das mal vor, ja. Also, so der Plan, dass wir das noch ausgeklingt und dann verschweißt. Aha. Ja. Und dann sollte das TÜV haben. TÜV. TÜV hat das dann. Gut. Machst du das Loch rein? Ich mach das Loch rein, ja. Ja, es ist spät, die Woche ist um. Wir haben's abgasseitig fertig. Man glaubt es kaum. Also, geheftet, nicht verschweißt. Wir haben letzte Woche schon den Krümmer gemacht, bis hier vorne hin. Den Sammler. Dann haben wir hier nochmal einen Sammler gemacht von den 2 auf 1. Da musste man ein bisschen, ja, wie oft haben wir es gemacht? Zweimal, glaube ich. Ne? Der erste Versuch war nicht so toll. Der zweite war dann besser. Das passt jetzt eigentlich wunderbar. Den Krümmer haben wir dann abgemacht von dem Fekandrohr. Um das einfach mal dran zu stecken, weil wir gesagt haben, bevor wir den verschweißen komplett, wollen wir gerne die komplette Abgasseite einmal zusammenbauen und heften. Haben dann hier das Flexi-Stück eingesetzt, die V-Band-Geschichte dazwischen und dann weiter einmal runter zum Lader. Das sieht man nicht. Ja, und ich komme mal rüber. Komm mal ran hier auf den Meter. Yes, genau. Einmal hier runter auf den Lader, da haben wir ja den alten Flansch vom alten Abgastrakt übernommen. In dem Zug haben wir auch die Aufnahme vom Wastegate mit übernommen. Ja, und das haben wir jetzt halt da dran gefuddelt. Ne? Wir wollten erst, war der Plan quasi, das Wastegate nicht an einen Schornstein anzuschließen, aber das hat uns nicht gefallen. Jetzt haben wir das eben auch noch in Version 3, dann so wie es jetzt ist. Genau, das passt eigentlich ganz gut. Liegt auch hier schön auf der, wir haben hier eine Zugstrebe dran gemacht, auf das Ladersetup. Damit das nicht kippt, falls er doch mal nach vorne runterknallt, liegt das Wastegate schön auf. Genau, ja, das hat noch keinen TÜV, aber passt soweit. Gut, ich denke, ja, nächste Woche ist nicht viel, da wird wenig Zeit sein. Letzte Woche war auch nicht so viel Zeit. Wir mussten mal wieder aufräumen, ein bisschen klar Schiff, mal ein paar Sachen vorbereiten, hatten am Wochenende Besuch. Ruf geht raus. Lass Liebe da. Wie sagt man? Küss dein Auge. Ach, ja. Küss dein Auge. Das ist ein dummes. Ja, nächste Woche. Ja, im Prinzip geht es jetzt weiter, dass wir den ganzen Quark hier verschweißen. Da ist mittlerweile auch das meiste da zum Formieren und so weiter. Und dann, gut, nächste Woche wird nicht viel laufen. Da gab eigentlich fast gar keine Zeit. Aber der Gri wollte den Antriebswellenschutz machen. Da haben wir Material da.
Ja. Ja, und dann ist die Frage, machen wir vorne weiter auf der Verdichterseite, da fehlt ja quasi noch von den zwei Ladern in den einen, das muss noch angepasst werden, das ist alles noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Genau, und dann gehen wir ansaugseitig weiter, da ist ja immer noch das Thema mit dem Krümmer. Genau, und so fuddeln wir uns jetzt durch. Da müssen wir noch irgendwann Platz finden für die Ölfiltergeschichten. Ja. Das Pumpenrack mal einhängen. Dass das da unten hoffentlich alles passt. Genau. So sieht die Roadmap aus. Ansonsten gibt's noch was zu sagen? Nein. Eigentlich. Ja. Eigentlich nicht. Halte die Ohren steif. Stay tuned. Habt Spaß.